Hallo und willkommen zu Power On. Heute sind wir mal wieder experimentierfreudig unterwegs. Aber bevor wir euch die Experimente zeigen wollen, möchten wir euch noch von einem Wunder erzählen, das in Johannes 9 steht. Jesus heilte auf wundersame Weise einen Mann, der seit seiner Geburt blind war, und zwar mit Spucke. Er spuckte auf den Boden und machte einen Brei daraus und schmierte es dem Mann auf seine Augen. Danach sagte er zu ihm, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Und der Mann tat, was Jesus gesagt hatte und kam sehend wieder zurück. Aber was Jesus da getan hat, hatte nichts mit einem Experiment zu tun, denn er wusste ganz genau, was er tat. Aber er hat das Vertrauen des Mannes erst einmal auf die Probe gestellt. Er musste erst einen Schritt machen und zum Teich gehen und es auswaschen, bevor das Wunder geschah. Er hätte auch sagen können, der Typ ist verrückt, warum schmiert er mir Erde mit Spucke ins Gesicht, und hätte einfach gehen können. Wenn wir so ein Wunder in unserem Leben brauchen, dann möchten wir es meistens auch am liebsten sofort haben. Doch manchmal braucht es einen Glaubensschritt von uns, auch wenn wir vielleicht schon viel dafür beten. Bei einem anderen Heilungswunder in Matthäus 9, Vers 22 sagt Jesus sogar zu einer Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Wir brauchen also Glauben und Vertrauen in Gott, um ein Wunder zu empfangen. Und das möchten wir euch jetzt ganz praktisch an einem Experiment verdeutlichen. Hier seht ihr unsere zwei kleinen Wissenschaftler, die uns gleich ein paar Versuche mit Trockeneis zeigen möchten. Schaut mal hin, was passiert. Hier haben wir Trockeneis, also auf minus 80 Grad gekühltes CO2 mit Wasser in Verbindung gebracht. Was passiert da? Was passiert da? Und der Typ, der tut jetzt weg! Ja, ja. Wie ein Vulkan! Dadurch fängt es an zu schmelzen und geht direkt in den gasförmigen Zustand über. Schmilzt das Eis im Wasser, entsteht Kohlensäure. Reine Kohlensäure gibt es nicht. Das heißt, nur bei Anwesenheit von Wasser kann sie existieren. Und so kann auch dein Wunder entstehen. Es braucht immer zwei Stoffe, die miteinander reagieren können, um etwas Neues zu erzeugen. In unserer Geschichte wurden auch zwei Dinge zusammengebracht. Zum einen der Blinde und sein Wunsch nach Heilung. Und zum anderen der Glaube daran, dass etwas geschehen wird, wenn Jesus etwas sagt. Und so ging er hin und wusch sich die Augen mit Wasser aus. Und es geschah. Das Wunder geschah und er konnte wieder sehen. Glaube an dein Wunder. In der Bibel können wir an so vielen Stellen lesen, dass er unser Heiler ist. Glaubst du daran? Vielleicht geht es dir nicht mal um eine Heilung im Moment, sondern um etwas ganz anderes. Halte fest im Gebet und glaube an dein Wunder. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen und verabschieden uns von euch und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Tschüss. Wenn ihr auch ein Wunder braucht, dann schreibt uns doch euer Anliegen in die Kommentare. Wir beten und glauben dann mit euch. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und genau zu diesem Thema haben wir ab dem 8. Juli auch eine Predigt von unserem Pastor Thomas Inhoff. Ihr findet sie unter dem Titel »Eine Verbindung, aus der Wunder entstehen«.